Am 22. August 1968 steht die Messestadt ganz im Zeichen der Eröffnung des neuen Konsumentwarenhauses Ambrühl. Das Kollektiv des Konsument Ambrühl begrüßt Sie herzlich und wünscht guten Einkauf. Das sind ehemalige Mitarbeiter des Konsumentwarenhauses Ambrühl. In der Blechbüchse, so wurde das einst größte und modernste Warenhaus der DDR genannt, haben sie ihr ganzes Arbeitsleben verbracht. Manchmal habe ich gesagt, also ich müsste mich schämen, weil die Blechbüchse manchmal Vorrang hatte vor meiner Familie. Das ist wie so ein Stück zu Hause gewesen, da früh hinzugehen, in sein Büro zu gehen, die Leute zu begrüßen. Das war einfach, ne, wie wenn sie lange verreist waren und kommen sie in ihre Wohnung nach Hause. So ist das, wie wenn man früh dorthin kam. Ich habe sehr schnell dort gute Freunde getroffen, mit denen ich bis heute noch befreundet bin. Unter anderem mit meiner Frau, die habe ich auch dort getroffen. Die Blechbüchse für mich als solches war es eigentlich der entscheidende Lebensabschnitt. Wer Mitte der 60er Jahre nach Leipzig kommt, erhält von der Handelsmetropole keinen besonders guten Eindruck. Der bauliche Zustand der 800 Jahre alten Stadt ist katastrophal. Zur Leipziger Messe wird das zweimal im Jahr mit viel Mühe und nicht unerheblichem Aufwand versucht zu kaschieren. Vor allem junge Leute suchen in dieser Trostlosigkeit eine Perspektive. Noch ein gutes halbes Jahrhundert zuvor gehörte Leipzig zu den reichsten Städten Deutschlands. Die Wirklichkeit im Osten sieht ganz anders aus. Ja, es gab also wahnsinnig viel Ruinen. Die Hainstraße hoch, da standen Häuser, wo also nur das Erdgeschoss noch bewirtschaftet wurde. Drüber waren die Fensterhöhlen offen und also es war auch eine richtige Ruinenstadt noch. Auch am ältesten Kaufhaus der Stadt, dem Warenhaus des Friedens, sind die Kriegs- und Folgeschäden noch immer sichtbar. 1908 war es als Kaufhaus am Brühl eröffnet worden. Vom einstigen Glanz ist nicht mehr viel zu sehen. Anfang 1966 beginnt der Umbau mit einer Sprengung. An gleicher Stelle soll in gut zwei Jahren ein moderner sozialistischer Einkaufstempel entstehen. Große Teile der Leipziger Innenstadt gleichen in dieser Zeit einer einzigen Baustelle. Am Karl-Marx-Platz, heute wieder Augustusplatz, reckt sich der teils noch im Rohbau befindliche Uni-Riese, heute das City-Hochhaus, gen Himmel. Für den Neubau mit angrenzendem Seminargebäude wurde der alte Universitätskomplex geopfert, sprich abgerissen. Dahinter steckt DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht. Seine Bebauungspläne für Leipzig gleichen einem einzigen Willkürakt. Der damalige Student Bernd Lutz Lange schließt sich den Protesten gegen diese Form der sozialistischen Umgestaltung an. Der Höhepunkt der Barbarei im Mai 1968 ist nicht zu verhindern. Die Sprengung der im Krieg nur leicht beschädigten Paulinerkirche. Für die älteren Leipziger war das ja wieder ein Stück Verlust ihrer Identität und ihrer Heimatstadt. Da verschwand wieder was. Ne? Das eine hatten die Bomben zerstört. Das andere wurde in den Nachkriegsjahren abgerissen, weil es nicht gerettet wurde. Es gab ja eine Menge Häuser, zum Beispiel auch am Brühl, die noch standen, die man hätte auch wieder aufbauen müssen, wo die Substanz durchaus so war, dass das hätte wieder aufgebaut werden können. Der Plan, aus den 50er Jahren die erhaltenen Gebäude der Innenstadt mit modernen Lückenbauten zu ergänzen, verschwindet in der Schublade. Die neue Moderne ist gefragt. Auch der Brühl, bis zum Zweiten Weltkrieg als Straße der Pelze weltweit bekannt, erhält nun ein sozialistisches Gesicht. Die fanden die Blöcke ja wirklich schön damals, die Funktionäre, das darf man nie vergessen. Deren ästhetisches Gefühl war, dass ein im Sozialismus gebautes Haus schöner aussieht
als ein Haus der Gründerzeit oder des Jugendstils. Alles, was mit Jugendstil zusammenhing, war sowieso bürgerlicher Mumpitz. Die Umbauarbeiten am Warenhaus laufen auf Hochtouren. Mit viel Stahl und Beton erhält das Gebäude einen völlig neuen Kern. Vom Vorgängerhaus bleibt außer der geschwungenen Grundform und der in der Bombennacht des Krieges ausgeglühten Fassade nicht viel übrig. Die Dachaufbauten werden ersetzt durch ein neues Obergeschoss. Wie aber das künftige Konsumentwarenhaus am Brühl an die neue Umgebung anpassen? Die Grundidee stammt aus dem Westen. Umgesetzt wird sie von Harry Müller, ein in Leipzig lebender Bildhauer. Die Warenhausleute, die sagten, wir brauchen viel Stellfläche. Überhaupt kein Fenster ist besser. Überhaupt kein Fenster. Und da sagte ich die Architekten, na Mensch, da ist ja eine Vorhangfassade richtig. Er sagt die zu mir, wir brauchen eine Vorhangfassade, wir wissen aber nicht, wie die aussehen soll. Mach du das mal. Nach Müllers Entwurf werden die Teile der Aluminiumverkleidung von einer Firma im Erzgebirge gefertigt. Die für DDR-Verhältnisse ungewöhnliche Fassadengestaltung findet in Leipzig ein positives Echo. Noch vor der Eröffnung hat das Warenhaus seinen Spitznamen weg, wird Bämmbüchse, später Blechbüchse getauft. Der Clou daran wird erst nach und nach sichtbar. Ich hatte eigentlich sofort die Idee, es sollte eine blitzende Fassade werden, weil ich wollte nicht so Pyramiden, wie es so üblich in solche Sachen machen. Ja? Die Reflexion auf so einer gewölbten Oberfläche kann ja niemand so richtig vorhersagen. Das ist so Sachen, ein Buch mit 7 Siegeln. Aber die Reflexion war dermaßen interessant und vor allen Dingen variabel. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel Sonne drauf knallt, haben Sie einen Eindruck. Wenn es absolutes Regenwetter ist, sind die Formen alle noch voll da, aber die Reflexion ist vollkommen anders. Wenn abends die Lampen eingeschaltet werden, dass sie also Kunstlicht drauf haben, sind die Reflexionen wieder vollkommen anders. Und diese Variabilität, die fand ich doch sehr gut. Die kommt aber nur bei gekrümmten Formen. Also die üblichen Pyramiden finden das nicht statt. Monaten eben dann vorhanden war, die sonst nicht immer vorhanden, ausreichender Menge vorhanden war. Es gab hier im Hause alles. Werte Kundschaft, meine Damen und Herren, beim Einkauf in unserem Hause möchten wir heute auch unsere Hausschneiderin ansprechen. Unsere Stoffabteilung in der 2. Etage erwartet Sie mit einem umfangreichen Angebot. Die Blechbüchse. Ein wahres Dienstleistungsparadies. Anfangs werden mehr als 80 Serviceleistungen angeboten. In dem Haus waren derartig viele Dienstleistungen angesiedelt, die man heute nicht zum Bruchteil in irgendeinem Warenhaus findet. Das war also vom Blumenhandel, Zeitschriftenhandel, vom Dolmetscherdienst, von der Wohnberatung, die rationelle Küche und Ausleihe von Heimwerkergeräten und also tausend Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Der lokale Höhepunkt überschattet in Leipzig sogar ein weltpolitisches Ereignis, das Ende des Prager Frühlings. Russische Truppen waren am Tag zuvor in die tschechische Hauptstadt einmarschiert. Die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung im Nachbarland wird in der DDR als Ende der Konterrevolution propagiert. Den Leipziger Studenten Bernd Lutz Lange, gerade noch selbst in Prag gewesen, interessiert die Eröffnung des Warenhauses nicht im geringsten. Für die SED kommt sie genau zum richtigen Zeitpunkt. Konsum ist immer eine Abwechslung. Und ich meine, das hat die Partei, glaube ich, schon mitgekriegt, dass man sie ablenken kann, wenn man ihnen irgendwas präsentiert. Und ich denke schon, also
Die 90.000 hat das, glaube ich, im Moment jetzt, als sie dort rein sind und vielleicht was gekriegt haben, worauf sie schon ein paar Jahre gewartet haben, hat das vielleicht mal ein bisschen entfernt von dem Gedanken, was da im Prag passiert ist. Gleich nach der Inbetriebnahme des Hauses gibt es für die Mitarbeiter ein Problem. So, weißt du noch, wo bei der, wenn die Hitze da war, wo die der Spraydosen geplatzt sind, das war Kosmetik. Durch den großen Ansturm fehlt an den heißen Augusttagen in den Obergeschossen der Sauerstoff. Verkäuferinnen werden reihenweise ohnmächtig. Oh ja, wir hatten ja nur eine Entlüftung. Und unsere Kühlung, ja, ich bin kein Techniker, aber ich weiß nur, dass die Luft hinter zwischen Fassade und Mauerwerk angesaugt wurde. Die war ja natürlich im Sommer aufgeheizt. Wir hatten dann sozusagen eine Sommerlüftung. Nun erzählte mir allerdings einer der Architekten aus dem Kollektiv, die die Projektarbeiten für den Innenraum gemacht haben, dass sie ständig angehalten wurden, Importe aus dem Westen nicht zu verwenden. Sie hatten also als Einziges, was ihnen genehmigt wurde, also sage ich jetzt in aller Öffentlichkeit, 100 Jahre vorbei, das hat ja nichts zu sagen. Die einzige, die genehmigt wurde, waren die Rolltreppen aus Finnland. Finnland war so bis so in der Mitte, ja. Und die Rolltreppen mussten sein, also die wurden genehmigt. Aber wie die Architekten sagt, wir brauchen eine Klimaanlage, hat er mir erzählt, ja. Wurde sofort gesagt, nichts, kommen keine Importe in Frage. Das war also unwahrscheinlich, was meine Kollegen da so aushalten mussten. Vor allen Dingen in der vierten Etage, wo die Lampenabteilung war. Und in der Lampenabteilung brannten ja alle Glühlampen noch. Also ich kann mich nur erinnern, dass wir im Sommer dort immer fürchterlich geschwitzt haben. Auf 11.000 Quadratmetern Verkaufsfläche wird alles geboten. Offene Präsentation, fachliche Beratung, umfangreicher Service. Die völlig neue Verkaufsform kommt bei den Kunden an. Der Besucheransturm will einfach nicht enden. Über Tage, Wochen und Monate. Für 1.300 Mitarbeiter heißt das Dauerstress. Der überwiegende Teil des Personales sind Frauen. Sie genießen eine beispielhafte Rundumversorgung. Arzt, Zahnarzt, ja. Friseur, Kosmetik, Massage, Frauenarzt, Frauenarzt bestellt. Ja. Da konnten sie dann Termine machen. Ja, das war alles. Es gab Reinuntersuchungen. Wir mussten jedes Jahr Zuckertest. Ne? Eine Kollegin, die war zuständig für Alkoholkranke. Ja. Ja. Das muss man sich überlegen. Oh, das die stimmt. Ist den Leuten nachgegangen. Das Betriebsklima stimmt. Viele fühlen sich hier wie in einer Großfamilie. Neben den DDR-typischen Anlässen wie Frauentag oder der 1. Mai wird in der Blechbüchse auch Fasching gefeiert. Es gibt Sonderkonzerte und Gastspiele. Wir sind dort immer, wir sagten damals, tingeln gegangen. Das hatte aber eine viel schönere Bedeutung. Wir haben dort Programme gemacht für die Angestellten des Hauses, also für die Damen, für die Verkäuferinnen. Vor allen Dingen unsere Karnevalsveranstaltung, die wir jedes Jahr durchgeführt haben, also die waren immer der Höhepunkt jedes Jahr. Also, da hat auch sogar der Direktor darauf verzichtet, unsere Büttenreden zu zensieren. Also wir wussten ja sowieso, in welche Richtung es gehen musste. Und politisch sind wir ja dann meistens sowieso nicht geworden. Es gab so viele Probleme, sagen wir mal, in dem Haus, die wir da auf die Schippe genommen haben. Leipzig, Anfang der 80er Jahre. Das Ende der Privatwirtschaft hat den Mangel zum bestimmenden Element werden lassen. Die Menschen können sich für ihr Geld nichts kaufen, sind frustriert, fühlen sich ihrer Wünsche und Sehnsüchte beraubt. Das Leben in der Messestadt ist eine einzige Tristesse. Der Handel leidet, weil es kaum noch etwas zum Handeln gibt. Auch in der Blechbüchse. So, das Warenhaus war immer voll Ware, aber eben voll Ware, die keiner wollte. Das hat keinen interessiert, das war altmodisch, das war nicht Technik, neuesten Stand der Technik entsprechend. Es gab zwar Exquisitläden, aber da guckte man dann auch, da stand dann auch drin Strickwarenabholter. Ja. Aber das waren dann die mit den verschnittenen Ärmeln. Genau, ja. Ende der 80er Jahre kehren immer mehr Leipziger ihrer Stadt den Rücken. Auch für die Gebliebenen ist klar, so geht's nicht weiter. Die Fassaden bröckeln, aus Trauer wird Wut, aus Enttäuschung Zorn. Endlich werden Missstände auch als solche benannt. Es
sieh nicht nach oben, sieh zur Seite, sieh ganz weg, denn ganz da oben alles morsch auf jeden Fleck. Und täglich bröckelt die Fassade ab. Hoffnung auf Änderung, die ist schon langsam knapp. Herbst 89. In Leipzig geschieht Außergewöhnliches. Jeden Montag wird in der Innenstadt demonstriert und jeden Montag kommen mehr. Am 9. Oktober gibt es für die Mitarbeiter der Blechbüchse vom Warenhausdirektor eine eindeutige Ansage. Wehe, wenn wir jemanden erwischen, der zur Demo geht, aber da. Also es hat niemand dorthin zu gehen. Sofort auf dem kürzesten Weg sollte man nach Hause gehen. Ja. Es ist der Tag der Entscheidung. Und die Stadt ist voller Armee, Kampfgruppen und Sicherheitskräften. Angst hatte unser Warenhausdirektor. Denn der hat 4:30 das Warenhaus geschlossen, der hat uns nach Hause geschickt. Da wurden die Schaufenster wurden verbarrikadiert mit Holz. Auf dem Dach des geschlossenen Warenhauses hat die Staatssicherheit mit Kameras Stellung bezogen. Und dort bin ich dann nach Hause gegangen, so gegen 5. Da bin ich die Fleischergasse hoch und da war ja dann das Stasi-Gebäude. Ne? Und dort standen die schon mit LKWs, die hatten diese, also ich sah aus wie Schneeauffanggitter, diese Menschengitter. Mhm. Und da standen junge Soldaten, die waren voll in Montur mit Helm und MP. Und da habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Was passiert denn hier? Und da bin ich eigentlich auf die jungen Leute zugegangen und habe gesagt, seid ihr wahnsinnig, nehmt das Gewehr runter, was macht denn ihr hier? Die Staatsmacht kapituliert vor der Masse der Demonstranten. Die 70.000 ziehen auch an der Blechbüchse friedlich vorüber. Die Regierung stürzt, die Mauer fällt. Das Kaufhaus am Brühl aber bleibt. Eigentlich hat das Kaufen nie aufgehört. Also das war kein Problem. Wo die Wende war Weihnachtszeit, also da wurde gekauft. Und gleich ab Januar, Februar ging das los, dass dann Ware aus dem Westen rangeschafft wurde. Ja. Also wir hatten immer gut zu verkaufen. Ja. Leipzig, Mitte der 90er Jahre. Eine neue Zeit hat begonnen, auch für die Mitarbeiter. Die Blechbüchse gehört nun einem westdeutschen Warenhauskonzern mit allen Konsequenzen. Wir waren mal 1375 Mann. Wo dann die Blechbüchse geschlossen wurde und das neue Warenhaus eröffnet wurde, waren wir noch 175 Mann. Wir haben 1200 Kündigungen gehabt. Jeder dachte, oh Gott, bin ich jetzt der Nächste, bin ich der Bessere, werde ich behalten oder werde ich rausgeworfen? Und wissen Sie, da hat mancher den anderen das nicht gegönnt und hat den sowas von verdammt, dass er bleiben durfte und er musste gehen. Also es war unter der Belegschaft, war es ein bisschen sehr... Also da war kein kollegiales Verhalten dann mehr. Das war ja nur noch so eine Konfrontation, die da bestand. Gekauft wird nun am Stadtrand, später zunehmend in den neuen Shoppingcentern der Innenstadt. Die Blechbüchse fällt in einen Dornröschenschlaf. 2001 schließt das einstige Vorzeigeobjekt für immer seine Pforten. Der Rest der alten Belegschaft hat in einem gerade eröffneten Kaufhaus einen neuen Job gefunden. Es war nicht ganz einfach, die Blechbüchse zu verlassen, wobei in Aussicht dieses neue Warenhaus stand. Und ich meine, in der Blechbüchse hatten wir ja gerade als Betriebsrat immer ganz mächtige Beschwerden, was Belüftung, Wärme, Kälte, Zugluft, ach, was das alles anbeging. Das war ja in dem neuen Warenhaus erst einmal alles viel besser und größer und das neue Warenhaus hatte Fenster. Da konnte man rausschauen, musste nicht den Leuten auf die Sachen gucken, sind sie nass oder trocken, haben sie einen Mantel an oder nicht. Wie ist das Wetter draußen? Man konnte da rausschauen, sodass da auch viel Freude war für das neue Haus, dass der Abschied nicht ganz so schwer fiel. Was aber soll aus dem leerstehenden Haus werden? Was wird aus der Blechbüchse? Ich wäre für die Erhaltung dieses alten Kaufhauses gewesen, wenn man den Brühl wieder als Straße mit unterschiedlichen Fassaden hätte erstehen lassen. Die Brühlbebauung entwickelt sich zum Leipziger Dauerthema. Allgemeiner Tenor: Wann verschwindet dieser Schandfleck?
Als Stadtplaner wäre es wünschenswert gewesen, das gesamte Ensemble aus den späten 60er Jahren zu erhalten, zu modifizieren, umzubauen und so weiter und heutigen Bedingungen anzupassen. Die Entscheidung fällt gegen die drei Wohnscheiben, aber auch gegen das alte Warenhaus. An gleicher Stelle soll ein gigantisches Einkaufszentrum entstehen. Die Shoppingcenter-Spezialisten erkannten das enorme Potenzial sofort und griffen zu. Der lang gehegte Traum wird jetzt wahr. Die neuen Höfe am Brühl. Es war ja am Anfang waren ja nur zwei Eingänge geplant. Einer vorn, einer hinten. Also wie Heinz-Jürgen Böhme gesagt hat, zwei Ansaugvorrichtungen. Ja, die, also lediglich die Leute. Und dass die ja nicht irgendwie dort mal wieder fliehen können aus diesem Rundgang. Ja, hatte man ja nicht mal Türen zum Brühl vorgesehen. Das ist ja gespenstisch, diese ganze Fläche zu. Dieser Kritik konnte und wollte man sich im Stadtplanungsamt nicht verschließen. Der Koloss wurde mit dem Einfügen einer historischen Gasse optisch halbiert. Damit sollte erreicht werden, dieses erwartete riesengroße Gebilde, was im Maßstab im Grunde nicht in die Innenstadt passt, wenigstens an einer Stelle mit einer ganz deutlichen und klaren Zäsur zu versehen, sodass man dann zwei Teile hat, die dann eher sich in den Maßstab der Innenstadt einfügen würden. Leipzig im Februar 2010. Der Abriss des Warenhauses beginnt mit der Demontage der Aluminiumfassade. Das prägende Material soll eingelagert und später an gleicher Stelle, dann an einem Parkhaus, wieder angebracht werden. Überraschend die Anteilnahme der Bevölkerung, als die Blechbüchse ihr Kleid fallen lässt. Die Leipziger strömen zum einst beliebten Treffpunkt und staunen, was dahinter plötzlich zum Vorschein kommt. War wahrscheinlich wie ganz, ganz viele andere auch absolut fasziniert von dem Bau und habe sofort erkannt, das ist eigentlich ein Gebäude, was an diesem Platz gehört. Der Leipziger TV-Moderator Renato Bodenburg gründet eine Bürgerinitiative, will das Kaufhaus unbedingt bewahren und entdeckt dabei den Konflikt, beide Fassaden stehen unter Denkmalschutz. Beide sollten erhalten werden, aber nur eine kann sichtbar sein. Die Entscheidung fällt für einen Kompromiss. 15 Meter der alten Fassade werden stehen bleiben. Die sogenannte Vitrinenlösung. Was soll denn das sein? Ich habe eine Vitrine, in der ich was bitteschön sehe. Eine ausgeglühte, verhunzte Fassade, die als Tragegerüst für etwas anderes vor 40 Jahren umgenutzt worden ist. Was soll denn der Betrachter dabei empfinden? Ist das ein Mahnmal, wo man mit Trauer an die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges denkt? Oder ist es etwas, wo man sagt, ach, das müsste man jetzt aber mal restaurieren wieder und so schön machen, wie es nie war? Was soll das? Das ist für mich nicht verständlich. Leipzig im April 2010. Der nahezu unbekleideten Blechbüchse geht es an den Kragen. Als das letzte Aluminiumteil gefallen ist, geht Renato Bodenburg aufs Ganze und kettet sich an das Gebäude. Er will Aufmerksamkeit erregen, um das ehemalige Warenhaus vielleicht doch noch zu retten. Sein Vorschlag, die Blechhülle am anderen Ende des neuen Shoppingcenters anzubringen und damit doch beide Fassaden zu erhalten. Ich glaube nicht, dass es zu spät war. Es war einfach nur so, dass man einfach nicht mehr handeln wollte. Denn mein Denken war dabei immer, solange dieses Gebäude bzw. diese Fassade noch steht, muss man oder kann man immer noch etwas ändern. Und in Größen wie diesen, also bei so großen Bauvorhaben, werden immer Änderungen notwendig sein während der Bauphase. Also ist das auch nicht das Argument, es ist schon alles geplant, man kann jetzt nichts mehr verändern. Man hätte das natürlich gekonnt, es wären mehr Kosten darauf zugekommen, das ist auch alles klar. Aber man hätte zugunsten des Stadtbildes einfach noch etwas tun müssen. Der Protest verhallt. Eine Liste mit Unterschriften wird organisiert und eine Menschenkette gebildet. Vergeblich. Der Abriss geht weiter. In der DDR durfte man nicht demonstrieren,
und es wurde natürlich abgerissen. Heute darf man demonstrieren und es wird auch abgerissen. Also das ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied. Leipzig im Juni 2010. Das vor mehr als einem Jahrhundert entstandene und in den 60er Jahren grundlegend veränderte Gebäude verschwindet, Stück für Stück. Die Abrissbagger haben deutlich mehr Mühe als erwartet. Beim Umbau hatte man das im Krieg schwer zerstörte Haus mit viel Stahl und Beton stabilisiert. Die Fachleute, die Statiker, haben ja ermittelt, dass die Fassade verglüht war. Also das kann man auch sehen, wenn man ein bisschen was davon versteht, dass diese Steine, auf die man da schaut, dass die also nicht mehr die Steine sind, die früher in der Fassade waren, sondern sie sind in ihrer ganzen physikalischen Struktur sind sie maßgeblich verändert und so nicht mehr brauchbar. Ein ganz wesentlicher Grund, warum das Haus wohl wirklich nicht zu retten war, beziehungsweise eine Rettung niemand bezahlen wollte. Die ehemaligen Mitarbeiter verfolgen das Abrissgeschehen mit gemischten Gefühlen. Ich war noch nie so oft wie im Moment an meiner alten Wirkungsstelle, an der Plechbüchse, an meiner geliebten und manchmal doch nicht geliebten. Ende 2011 sollen an dieser Stelle die Höfe am Brühl eröffnet werden. Ob die Kaufkraft der Leipziger reicht? Dort, wo die Reste des alten Warenhauses zerstückelt werden, soll die Aluminiumfassade das neue Shoppingcenter abschließen. Das Comeback der Blechbüchse oder nur eine Mogelpackung? Also wenn ich die Blechbüchse jetzt so sehe, tut es mir eigentlich nicht weh. Die Fassade, wenn die da bleibt, das ist gut, das begrüße ich. Aber ansonsten muss ich sagen, es tut mir leid, wie sie aussieht. Das ist einem schon nahe gegangen, zumal man ja 34 Jahre in dem Objekt gearbeitet hat. Und es war ein schönes Bild und ein Wahrzeichen, weiß ich nicht, aber es war ein Ziel, wo man hingeht. Wir gehen zur Blechbüchse, ich muss mal runter schnell zur Blechbüchse. Aber alles hat seine Zeit. Ach, die Leipziger werden immer Blechbüchse sagen, egal was dahinter passiert. Blau ist die Nacht und der Mond am Himmel scheint.